Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Ihr Antrag ist unseriös und schludrig erarbeitet. Und ich muss Ihnen sagen, das, was Sie hier eben erzählt haben, stimmt überhaupt nicht mit dem vorgelegten Antrag überein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie fordern die Bundesregierung auf, die politische Erklärung eines 2-Prozent-Ziels zurückzunehmen. Ich sage sehr selbstbewusst, das kann die Bundesregierung vielleicht erklären. Aber wir beschließen hier über den Bundeshaushalt, und das ist das Parlament. Und ich finde, das Selbstbewusstsein steht diesem Parlament gut zu Gesicht, genau im Haushalt diese Frage zu besprechen. Und ich kann Ihnen sagen, nur eine starke SPD-Bundestagsfraktion kann mit dafür sorgen, dass eine solche ungeheuerliche Steigerung nicht Realität wird, meine Damen und Herren. Und deswegen sage ich für meine Fraktion, die Wahl ist klar. Dort eine Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzende, die sich dem 2-Prozent-Diktat eines amerikanischen Präsidenten unterordnet. Wissen Sie, Sie hätten sich damals vielleicht besser aufgeregt, als Ihre Vorsitzende dies erklärt hätte. Das wäre sozusagen auf einem Parteitag notwendig gewesen für eine politische Debatte. Aber ich sage Ihnen, als Vertreter einer selbstbewussten Fraktion mit Martin Schulz an der Spitze werden wir den Aufrüstungswahn dieser Bundesregierung nicht unterstützen. Und meine Damen und Herren, und die Bundeskanzlerin weiß vieles, aber sie sagt ja nicht alles. Am 28. Juni, Frau Bundeskanzlerin, haben die sozialdemokratischen Minister in einer Protokollnotiz erklärt, dass sie den Entwurf dieses Finanzministers in dieser Frage nicht unterstützen. Und ich finde, das gehört in dieses Parlament genauso mit dazu. Und Sie sollten es wissen. Und deswegen sagen wir sehr eindeutig, auch Ihre zweite Forderung wird längst erfüllt und debattiert, weil Sie sagen, wir müssen Verhandlungen mit den USA aufnehmen. Es war der Außenminister Frank-Walter Steinmeier, der innerhalb der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa über die konventionelle Abrüstung in Europa, aber auch mit den USA, eine Verhandlungsrunde eingeleitet hat, weil auch das wissen Sie, und Sie sollten es irgendwann sagen, weil nämlich die Disparität in dieser Waffenkategorie bisher verhindert hat, dass es gelungen ist, zu einer Verabredung zu kommen, wo alle taktischen Atomwaffen in Europa abgezogen werden können. Und deswegen ist auch dieser Teil Ihres Antrages weder realitätsgerecht, und ich finde, er ist unseriös. Deswegen sind wir der Meinung, dieser Antrag muss überwiesen werden, dieser Antrag muss in den Fachausschüssen debattiert werden, und er muss am Ende eben in den Haushaltsberatungen hier im Deutschen Bundestag abgestimmt werden, weil das ist die Souveränität dieses Parlaments, und deswegen glauben wir, ist das der richtige Weg, und deswegen sind wir auch für Überweisung. Und in der Tat, alle Abgeordneten haben dies bisher angesprochen. Es legt sich wieder ein nuklearer Schatten über diese Welt. Nordkorea, aber insbesondere ein fahrlässig daherredender US-Präsident, der diesen nuklearen Schatten mit antreibt. Und ich finde, Frau Bundeskanzlerin, da wäre es aller Ehren wert, einem solchen amerikanischen Präsidenten in der verbleibenden Amtszeit deutlich zu widersprechen. Vielen Dank. So, für die Fraktion Bündnis